Hallo liebe Handballfreunde zur 278. Sendung von Sport in Schwerin. Damit begrüße ich Sie hier zum Finale im Helios Cup der männlichen C-Jugend, wo jetzt die SG Kronau Östringen gegen die HSG Schülp Westerrönfeld trifft. Und wir freuen uns auf ein sehr spannendes Spiel, denn wir haben sowas wie Prominenz, die Rhein-Neckar-Löwen sind dabei und ich freue mich auf dieses Spiel.
Thank you.
Thank you.
Ich habe mir mehrere Spiele angesehen und bin überrascht, was ich guten Handball mit dir gesehen habe. Und ich sage dann eins, erzählt jetzt mal das Krankenhaus und insofern freue ich mich auch immer, wenn mal ein Krankenhaushalter rauskommt. Aber ihr wart so dran, hat jedes Spiel vorbereitet, dass keiner noch hingekommen ist. Und ich sage mir, wer gut sich ernährt, wer viel Sport treibt, der kommt auch erst ein Spiel ins Krankenhaus. Also insofern herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, aber zu mir wieder kommen wir jetzt. Wir kommen jetzt zum ersten Pokal, den wir heute verteilen mögen, und zwar die vierte Mannschaft mit dem Basspiel gegen die TSG Hassau. Das ist heute Marius Gabel.